In den Berchtesgadener Alpen steht ein Berg, der so berühmt ist, dass er es auf zahlreiche Postkarten geschafft hat und zum Berchtesgadener Wahrzeichen gemacht wurde. Obwohl er weder der höchste Berg eines Landes ist, noch ein 8000er oder sonst irgendwas. Aber was zeichnet ihn dann aus? Darum geht's heute bei Berge im Porträt, der Watzmann. Der Watzmann, muss ich dazu eigentlich noch irgendetwas sagen? Die meisten von euch kennen ihn nämlich bestimmt, auch wenn sie vielleicht noch nicht unbedingt oben waren. Doch woran liegt das denn eigentlich? Schauen wir uns heute die unfassbar vielfältigen Gründe für seine Berühmtheit mal an. Der Watzmann steht in Bayern, in Deutschland, genauer gesagt in Berchtesgaden, nahe der Grenze zu Österreich. Da steht er und thront mit seinen 2713 Metern hoch über dem Berchtesgadener Land. Ihm zu Fuße liegt der Königssee, ein See, der internationale Bekanntheit genießt. Denn dieser entstand aus dem Königssee-Gletscher, der heute übrigens nicht mehr existiert. Er quetscht sich dadurch durch diesen harten Dachsteinkalk des Watzmannstocks, sodass eine enorm hohe Differenz zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt entsteht. Das macht die besonderen Eindrücke am Königssee möglich und ist ein Teil der touristischen Faszination rund um den Watzmann und dessen berühmten Seen und der noch berühmteren Kirche im Ortsteil St. Bartholomä. Wie schon erwähnt, ist der Watzmann 2713 Meter hoch, damit aber keine einsame Spitze in seiner Gegend, sondern hat nur einige hundert Meter Luftlinie entfernt bereits einen engen Konkurrenten, was die Höhe betrifft. Der Name? Die Südspitze, früher auch Schönfeldspitze genannt. Diese ist nämlich mit ihren 2712 Metern nur einen Katzensprung niedriger als der große Bruder etwas im Norden. Und nördlich des Hauptgipfels der Mittelspitze gibt es dann auch noch das Hocheck. Dieser ist mit 2651 Metern ebenfalls keine Unscheinbarkeit. Doch wir reden doch eigentlich die ganze Zeit über den Watzmann. Südspitze, Mittelspitze, Hocheck. Was ist denn jetzt der Watzmann? Ja, das ist gar nicht so einfach, diese Geschichte. Denn wenn man über den Watzmann spricht, dann spricht man selten über den Watzmann. Vielmehr spricht man eigentlich über den großen Watzmann. Und dieser besteht eben aus den drei Untergipfeln. Tatsächlich gibt es nämlich im Watzmannstock noch weitere Berge. Diese erkennt man sehr gut, wenn man in Berchtesgaden zum Beispiel durch die Altstadt spaziert. Das typische Postkartenmotiv verrät uns nämlich, dass es links noch einen kleineren Berg gibt, der so aussieht, als würde er dem großen Watzmann entgegenblicken. Und auch dazwischen gibt es kleinere spitze Gipfel, die sich aus dem Watzmannstock hinaufschießen trauen. Hierbei handelt es sich umgangssprachlich um die Watzmannfrau und die Watzmannkinder. Die Watzmannfrau, auch kleiner Watzmann genannt, ist mit 2307 Metern spürbar kleiner als der große Watzmann, aber dadurch auch spürbar schlechter besucht. Die Ausblicke vom kleinen Watzmann auf den großen Watzmann und auch die restliche Umgebung machen die selten begangene Tour aber dennoch definitiv sehr lohnenswert und bewegt sich im zweiten Schwierigkeitsgrad der Kletterei und einer anspruchsvolleren Orientierung als der große Bruder. Der große Watzmann hingegen ist ein deutlich einfacheres Unterfangen. Zumindest was die Orientierung betrifft. Denn um sich hier zu verlaufen, braucht es viel Mühe oder zumindest viel Schnaps. Denn den großen Watzmann als touristisch zu bezeichnen, wäre eigentlich noch eine großzügige Untertreibung. Doch wie kommt das eigentlich und vor allem seit wann ist das so? Stellen wir uns diese Frage gemeinsam und versuchen wir, sie in der ferneren Vergangenheit eventuell schon beantworten zu können. Gehen wir also auf eine Reise in das Jahr 1800. Im Jahr 1800 gelang es dem Österreicher Valentin Stanitsch, die Mittelspitze erstmals zu besteigen. Er bahnte sich den Weg über den heutigen Normalweg auf die Mittelspitze, also über das Hocheck kommend. Doch hier war für ihn dann Schluss. Der Hauptgipfel des Massivs war damit bestiegen, doch ein alpinistisches Abenteuer war dennoch noch offen. Die Überschreitung des Watzmanns. Im Jahr 1868 gelang dem Ramsauer Bergsteiger und Bergführer Johann Grill die allererste Watzmann-Überschreitung jemals. Hier nahmen sie seine zwei Begleiter und er die heute ganz klassische Variante vom Hocheck über die Mittelspitze zur Südspitze, womit sie eine alpinistisch große Leistung für diese Zeit erbrachten und gleichzeitig den Weg für eine unglaubliche Entwicklung ebnen konnten. Doch Johann Grill konnte es nicht bei der Leistung der Überschreitung allein belassen. Er schaffte es auch als erster Mensch aller Zeiten, die Watzmann-Ostwand, über sie erzähle ich gleich noch mehr, zu durchsteigen. Und auch die Watzmann-Frau wurde von ihm erst bestiegen. Und trotzdem kennt man Johann Grill heute auch vor allem vor Ort unter einem heute sehr geschätzten und besonderen Namen, dem Kederbacher. Dieser Spitzname ergab sich, weil Johann Grill der Besitzer des Kederbacher Hofs war und so heute viele Aufstiegswege namentlich ziert.
Übrigens ist er auch offizieller Erstbesteiger des großen Ödsteins im Gesäuse, was für mich persönlich eine spannende Anmerkung ist. Aber sei es drum. Das ist immer noch keine Erklärung für den Hype um den großen Watzmann. Deshalb müssen wir wohl nochmal etwas weiter nach vorn blicken. Der Watzmann sollte nämlich als scheinbar einfacher und gleichzeitig sehr spektakulärer Berg eine Attraktion und ein Wirtschaftsfaktor für die Region werden. So wurde am Watzmann ein Stück unter dem Hocheck das Watzmannhaus errichtet, geführt vom Kederbacher höchstpersönlich. Dieses bildet einen soliden Startpunkt für sämtliche Versuche am Watzmann, damals wie heute. Die Hütte bildet einen historisch extrem wichtigen Fixpunkt in der weiteren Entwicklung des Watzmanns. Damit ist aber zugleich auch klar, dass bereits Ende des 19. Jahrhunderts der Tourismus eine Rolle spielen würde. Doch vielleicht war es nicht nur der triviale und dennoch spektakuläre Aufstieg, der die Menschen zum Watzmann lockte. Vielleicht liegt es ja bis heute auch zumindest ein wenig an der Watzmann-Sage, denn diese ist tatsächlich unterhaltsam. Im Grunde genommen handelt sie davon, dass eine Königsfamilie über das Land herrschte und Furcht und Schrecken verbreitete. Als die Königsfamilie das Ross einer Bauernfamilie tötete, bat die Bäuerin Gott um Vergeltung. Und so versteinerte Gott die Königsfamilie zum Watzmannstock. Daher kommt übrigens auch die Idee des Watzmanns, der Watzmannfrau und der Watzmannkinder. Doch Sagen und Mythen sind für uns Bergsteiger heute ehrlicherweise nur noch ein Nebenfaktor, wenn es um die Beweggründe des Bergsteigens allein geht. Vielmehr ist es beim Watzmann jedenfalls die Optik. Die Tiefblicke zum Königssee und nach Schönau und vor allem das raue Terrain oben über dem Watzmannhaus, das alles spielt jedenfalls eine große Rolle. Denn der Dachsteinkalk ist ein echtes Eldorado für Bergsteiger. Daraus besteht der Watzmann nämlich vorrangig, aus Dachsteinkalk. Und diese spezielle Kalkform hat die großartige Eigenschaft, dass sie deutlich kompakter ist als Wettersteinkalk beispielsweise und trotzdem sehr viele Strukturen zum Klettern bietet und hervorragend rau ist. Da ist es wenig verwunderlich, dass der Watzmann deutlich seltener von Steinschlag betroffen ist als manche Kalkberge im Wetterstein oder Karwendel. Und gleichzeitig erklärt es auch, wieso der Watzmann nebst seiner berühmten Überschreitung auch gerne beklettert wird. Denn auf der Ostseite des großen Watzmanns streckt sich eine gewaltige Wand empor. Die Watzmann-Ostwand. Gewaltig genug, um als die höchste Wand der Ostalpen zu gelten. Ganze 1800 Meter gilt es in ihr zu überwinden. Und das ist schon eine unfassbare Distanz. Doch während die Eiger-Nordwand mit einer ähnlichen Höhe alpinistisch zu den anspruchsvollsten großen Wänden der Alpen zählt, ist die Watzmann-Ostwand vergleichsweise einfach in der Kletterschwierigkeit. Denn abseits der Kletterstellen ist die Ostwand durchaus immer wieder Anlass für Rettungseinsätze und auch Todesfälle. Denn während sich die Kletterstellen auf der einfachsten Route, dem Berchtesgadener Weg, meist im zweiten und manchmal im dritten Grad bewegen, ist genau das größte Problem der Wand. Die flachen Stücke und Felsbänder sehen sich bereits nach kürzester Zeit zum Verwechseln ähnlich. Selbst dieser einfache Weg wurde tatsächlich nur durch Zufall entdeckt. Die Chancen, sich in der Wand zu verirren, sind extrem, extrem hoch. Und dann heißt es relativ schnell Ende in alle Richtungen. Denn nicht immer versteht man sofort, dass man bereits vom Weg abgekommen ist. Immer wieder gibt es vermeintliche Abzweigungen, die erst eine halbe oder dreiviertel Stunde später vor einer unbezwingbaren Steilwand letztlich enden. Und dabei ist gleichzeitig auch die Zeit ein limitierender Faktor, der keinerlei Fehler erlaubt letztlich. Wer es nicht bei Tageslicht aus der Wand schafft, der schafft es an diesem Tag nicht aus der Wand. Deshalb wurde schon vor langer Zeit das Ostwand-Biwak eingerichtet. Eine kleine Blechschachtel, in der Aspiranten biwakieren können, wenn sie es nicht auf einen Ruck schaffen oder die Tour grundsätzlich aufteilen wollen. Jedoch befindet sich auch dieses Biwak schon sehr weit oben in der Wand, sodass auch hier erst viele hunderte Höhenmeter zurückzulegen sind. Die Ostwand ist in erster Linie dafür berühmt, dass sie gewaltig, groß und mächtig erscheint. Aber auf den zweiten Blick ist sie vor allem dafür berühmt, dass die meisten selbstständigen Bergsteiger sie maßlos unterschätzen. Dabei ist sie, wie gesagt, technisch gesehen wirklich sehr, sehr einfach. Wobei das nicht immer zutrifft, sondern auch sehr stark vom Weg durch die Ostwand abhängt. Denn ja, heute gibt es nicht nur ein oder zwei, sondern unzählige Routen durch die Ostwand. Den Salzburger Weg, den Kederbacher Weg, den Polenweg, den Münchner Weg und so weiter. Und wenn man die Ostwand durchgestiegen ist, dann trifft man auf die schon öfters erwähnte Überschreitung. Diese Überschreitung kennen viele aus Filmen, Reportagen oder von Bildern. Sie hat sich in den letzten Jahren immer wieder verändert, um sich den Entwicklungen letztlich auch anzupassen. Denn tatsächlich war die Überschreitung früher ein sehr exponiertes und vor allem gefährliches Vorhaben, bis sie vor einigen Jahrzehnten versichert wurde. Ein Stahlseil wurde über viele Teile der Überschreitung gespannt, sodass Unfälle deutlich seltener wurden. Der Ansturm wurde aber dafür umso mehr. Und genau das führte letztlich wiederum dazu, dass es ein erneutes und ganz anderes Sicherheitsproblem gab.
Denn Staus und zwischenmenschliche Kommunikation wurden ein neuer Problemfaktor, der ungeahnte Ausmaße annahm. So führte diese Probleme dazu, dass in den 10er Jahren des 21. Jahrhunderts diese Stahlseile zum großen Teil wieder entfernt wurden, sodass die Hürde der Watzmann-Überschreitung wieder wuchs. Aus einem Klettersteig wurde eine alpine Tour mit Seilen an den Schlüsselstellen. Besonders exponierte Stellen sind heute noch versichert. Das extrem exponierte Gehgelände und vereinzelte Kraxelpassagen sind aber mittlerweile wieder ohne Stahlhilfe zu bewältigen. Doch damit wurde eine kontroverse Entscheidung getroffen. Denn der Zustrom auf den Watzmann und dessen Überschreitung riss dadurch keineswegs ab. Man hat die Mechanismen und die Dynamiken von Tourismus und Mund-zu-Mund-Propaganda im Flachland völlig falsch verstanden und eingeschätzt. Der Rücklauf der Bergsteiger, der traf nie ein. Was uns eigentlich auch schon zum größten Problem des Watzmanns bringt, dem Tourismus. Denn der Watzmann hat gegenüber der Zugspitze mehrere sehr entscheidende Nachteile. Erstens, der Watzmann ist eng und klein. Je höher, desto enger wird es. Zweitens, der Watzmann hat keine Bahn. Die Abfertigung von Touristen dauert demnach länger. Drittens, der Zustrom. Bekannt ist der Watzmann mindestens genauso wie die Zugspitze. Und wer glaubt, dass eine fehlende Bahn die Massen abhält, der täuscht sich. Denn Berchtesgaden und der Watzmannstock setzen auf einen ganz anderen Ruf innerhalb des Tourismus. Sie setzen auf Wandertouristen. Und die meisten von ihnen erwandern im Laufe ihres Urlaubs auch das Watzmannhaus, wenn nicht gleich sogar den Watzmann selber. Die sich überschätzenden Aspiranten sind damit quasi vorprogrammiert. Und der Hüttenwirt des Watzmannhauses kann heute hier Geschichten erzählen, bis sich die Balken biegen, sodass der Watzmann in den letzten Jahren auch und vor allem unter Bergsteigern in Verruf geraten ist. Befeuert wird das alles natürlich auch durch Videos vom Watzmann, Instagram-Beiträge vom Gipfel oder Bildern vom berühmten Gumpen, der mittlerweile aufgrund des Ansturms gesperrt werden musste. Das sind eben auch die Schattenseiten der Einzigartigkeit. Denn ja, der Watzmann ist durch seinen Aufbau, seine Geologie, seine Tiefblicke, seine Optik und seine Wege definitiv einzigartig und mehr als nur einen Besuch wert. Der Watzmann hat viel zu bieten und es gibt eine ganze Menge zu tun. Das wissen aber eben auch viele Menschen. Wie findet ihr den Watzmann? Wunderschönes Gebirge oder doch mehr ein Endlager für Naturtouristen? Schreibt mir das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen zum Thema Watzmann. Und wenn euch die Serie Berge im Porträt gefällt, freut es mich natürlich sehr, wenn ihr mich mit einem kleinen Kaffee unterstützen könntet. Alle Infos dazu findet ihr unter diesem hier eingeblendeten Link. Ich danke an dieser Stelle euch von ganzem Herzen für die Unterstützung des Kanals. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!